ihn hier mal. Nö. Der ist nicht hübsch. Okay. Ja, gut. Vielleicht finden irgendeine andere Dame den hübsch dann. Irgendwer findet den bestimmt auch hübsch. Ich meine, in meinem Fall ist es jetzt auch nicht so, aber ich habe da auch einen etwas andere Sicht der Dinge auf die Sachen. So, zwei Spiegel. Da haben die Jungs hinten an der Pommesbude wieder gute Arbeit geleistet. Und eine Battery. Da kommt jetzt gleich wieder dieses geile Zangengeräusch. Achtung! Wenn du so muckig hast, dass die der Arsch aus der Haut rausstechen, bah. Wie gesagt, es gibt sicherlich auch, die mögen das. Ich gehöre da auch nicht zu. So, oh, okay, ja gut. Ah, ne. Sehr prüde heute, die Damen. Sehr prüde. Okay, wir haben 3300. Müssten wir vielleicht gucken. Mal wieder mal ein bisschen was nachbestellen. Mal hier haben wir einen Rechner. Wir könnten natürlich auch mal die Tankstelle upgraden. Ach komm, machen wir mal. Für 1500 mehr Waschbär als Sixpack. Warum? Es hat auch was für sich. Station Level 5. Ganze Handvoll Level. Upgrade! Upgrade. Oh, oh, wir müssen hier wieder putzen. Nicht putzen, streichen. So. Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. Nach hinten raus ist es jetzt größer geworden. Nicht nach hier. Okay. Nehme den Telefonanruf entgegen. Nur sehe ich nicht. Der Onkel kann ruhig mal warten. Ja, das kuschelig. Okay. Lieferungen. Was haben wir denn? Vor allem, wir haben Teddybär-Gebäck, Spielzeug kommt da jetzt auch noch mit dazu. Wisst ihr was? Wir machen mal eben folgendes. Obwohl, nee, noch nicht. Ich will hier noch ein bisschen Waren abverkaufen von dem, was wir jetzt aktuell noch haben. Und wenn wir dann wieder ein bisschen leerer sind, dann mache ich mal wieder so einen Schwung kaufen. Aber, was wir schon mal machen können, mal hier an den Rechner dran, ist doch voll umständlich jetzt, wenn die Kasse so mitten im Raum steht. Wir können schon mal Regale kaufen, nämlich für Teddybärchen einen großen Kuscheltierstand, es ist wichtig, dass es ein großer Kuscheltierstand ist, ein Gebäckstand, ja, damit wir auch Donuts und sowas dann verkaufen können oder ein paar Plätzchen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, und natürlich einen großen Spielzeugstand. Dann haben wir die nämlich schon mal im Inventar. Oh. No smoking, stop motor. Wäre auch, Staub. Wäre auch mit, angelassenen Motor tankt. Ich glaube, der ist auch, weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ich will Teddys. Ja, wir kaufen gleich Teddys, Lila. Will hier noch ein bisschen, abverkaufen. So, hier nochmal ein bisschen nachlegen gerade. Sportdinger. So. Hier hatten wir, glaube ich, schon nichts mehr. Ne, hier waschen alle. Hier können wir nochmal hier Wikingerhelme nachlegen. Hier hatten wir auch nichts mehr. Hier noch ein paar von den Bold Berries. No, no, no. Oh, da hat die Mayumi Mist gemacht. Ärgerlich, passiert. Cat Eye Glasses. Was? Vor allem hier die Leggings, ist doch. Lila, was meinst du? Hm? Jetzt bleiben doch mal stehen. Vor allem wie der String da durchguckt. Wie die Unterwäsche einfach da durchguckt. Der Müll ist voll. Ja, weil der Andrew hier nicht mehr sauber macht. Was ist denn los, Andrew?
Aber putzen! Aber die Ausschnitte, die Länge ist durchsichtig. Uiuiui. Ja, Lina, du kommst hier auf deine Kosten, ich merke schon. Aber die Dame, die ich da präferiere, huch, wir haben ja schon wieder ein Auto da stehen. Mit dem sehr großzügigen Ausschnitt, die war noch nicht da. Spieglein, Spieglein an der Wand. Die wird auch nichts mehr merken, wenn der Wagen komplett kaputt wäre. So wie die aussieht. Huch. Wollte ich zwar nicht, aber... So, Achtung, geiles Geräusch. So. Diese kleinen Reparaturen immer. Nice. Oh, guck mal, der hat gerade richtig hier abgekackt da drin. Der Polizist... Der saß jetzt auch auf dem Klo und so. Nice. Der war voll bei der Sache. Der war richtig im Flow. So, hier. Hm. Oh, schon wieder eine durchsichtige Leggings. Warum haben die alle durchsichtige Leggings an? Was sind das für notgeile Frauen hier? Satisfying Ratsch. Okay. Bisschen Geld machen wir gerade. Was ist denn mit Motoröl? Würde ich gerade mal noch gucken. Autosachen können wir nebenbei schon mal holen. Leider teuer. Da hat sich noch nicht wirklich viel geändert hier. Hm. Mache ich auch immer auf öffentlichen Toiletten kacken und dann laut nice brüllen. Weißt du, geht jemand vorbei und hörst von drinnen nur so, oh nice! Und dann dieses... Diese Toilettenspülung, dieses Geräusch. Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Ansprüche nicht gerecht werde. Ja, mein Herr, ich tut mir leid. Also, offensichtlich hatte der einen sehr interessanten Geschmack, der Gute. Ich kann leider nicht alles bedienen. So, hier, du darfst mal kurz Pause machen. Übernimm. Apropos, wir können doch wahrscheinlich jetzt noch mehr Angestellte dazu holen, oder? Also der Onkel ist schon längst eingeschlafen am Telefon. Der wollte einen Sonnen für seine Lady kaufen, der Euromantiker. Ich glaube nicht, dass der die für seine Lady kaufen wollte, Lila. Oh, ich will mal kurz gucken. Wir können ja hier, wenn wir die Regale noch ein kleines bisschen nach vorne stellen, dann können wir hier von der anderen Seite auch Regale dran stellen und vielleicht noch hier eine Reihe an der Wand. Oder wir machen das so wie hier, dass wir die über Hochkant stellen, aber ja, ich glaube, das ist nicht so gut. Lass mir den Glauben an die Romantik, sonst habe ich nichts mehr. Okay, Lila, der wollte die für seine Frau kaufen. Einverstanden. So, Angestellte, Wohnwagen, kaufen 499. Letzte Wohnwagen, 3 von 3. Achso, weil wir einen kaufen müssen, ja klar. Ein viertes Wohnmobil zu nutzen durch Angestellte. Es erweitert die kleine Stadt, die du begonnen hast, und weitere Lager- und Entsorgungsmöglichkeiten. Machen wir. Oh yeah. So. Einstellen. Wen haben wir denn? Hiroki. War mal Pirat. Usada Hiroki. Usada. Usada Hiroki. Geboren in Okinawa, kam erst vor einigen Jahren nach Amerika. Er ist in seinem Heimatland in einer anständigen, traditionellen Umgebung aufgewachsen. Er zitiert einen bestimmten Spieleentwickler, der zum Filmautor wurde, als Inspirationsquelle für seine Liebe zu allen westlichen Dingen. Er hat einen Abschluss in Anthropologie. Entschuldigung. Er möchte unbedingt in typischen amerikanischen Bereichen arbeiten. Zum Beispiel an einer Tankstelle in der Wüste des Mittleren Westens. Er liebt die Atmosphäre und ist oft mit Western-Action-Spionagemedien zu finden. Er ist ein wenig exzentrisch, was seinen Wortschatz und sein Aussehen angeht, aber er spricht die Sprache gut. Hey, erstmal Japaner, die können sich ja super immer anpassen, muss man ja echt sagen. Und der lebt das einfach. Das wäre so ein Mitarbeiter, der lebt den Job wirklich, glaube ich. Vor allem auch die Werte, super. Oder wir können auch den Jan einstellen, das geht auch. Ein Nörgler durch und durch. Der Mann ist Mitte 40 und bereitet sich langsam auf den Ruhestand vor. Mitte 40? Da fängt er aber früh an.
obwohl er offen zugibt, dass er sich nicht auf diese Zeit freut. Rumsitzen und zusehen, wie die Farbe trocknet, sei deutlich weniger aufregend, als etwas aus seinem Leben zu machen, sagt er. Er ist dafür bekannt, dass er sich beschwert und einen sehr säuerlichen Sinn für Humor hat. Aus den Unterlagen geht hervor, dass er verheiratet war und sich scheiden ließ. Er kommt nicht gut mit anderen aus, aber er sagt offen, dass er keine Lust hat, mehr mit Menschen zusammen zu sein, als er beruflich notwendig ist. Der Mann ist mir sympathisch. Ich mag den. Ne, Jan ist ein Nörgler. Na komm, wir nehmen den Jirocki. Jirocki, wir brauchen einen Quotenpirat bei uns in der Gang hier, ne? Komm, wir nehmen den Jirocki. Haben wir gemacht. So, wow, ist ja richtig viel los hier. Diese Schnurrbärte manchmal. So, Jirocki. Jirocki. Oh. Was ist im Wohnwagen? Bis jetzt kannst du jetzt als Springer arbeiten. Kannst die Gasse machen oder tanken. Ah, oder auch mal putzen, wenn der Andrew mal Pause braucht. Jirocki, der hat ja keine Augenklappe. Was soll denn Mist? Das Bewerbungsfoto sah aber anders aus. Bin ich aber enttäuscht. Jirocki ist gut an der Kasse. Jirocki ist gut in Zahlen. War früher mal Mathematikprofessor in Japan. Egal, ich kann mich also mit 40 auf die Rente vorbereiten. Ja, Lila, von dem Jan kannst du einiges lernen. So, wenn die Kundin durch ist, dann würde ich sagen, bei Yumi Pause und dann kann Jirocki mal ein bisschen aushelfen, ne? So, Pause machen, bezahlen. Jirocki, oh, Kasse machen. Waren verkaufen. Entschuldigung, ich bin da irgendwie so... Ich bin so im Flow irgendwie. You're amazing. So. Wassermarsch? Ja, okay. Anthropologe. Was ist das? Ja, okay. Ich trinke was. Sowieso gerade Durst. Hat sich also sehr gut getroffen. Oh, Elon! Elon kauft bei uns ein! Moin! Mr. Doppelkinn ist wieder da. Hier, Lila, komm, du wolltest doch Waschbär. Mm, guck dir dieses Kinn an. Oh, da, weißt du, da kannst du richtig so rein und dann... Oh Mann, ey. So. Maria kann mal wieder ein bisschen tanken gehen. Ich glaube, da war die gerade die ganze Zeit gar keiner, oder? Trinken ist wichtig, ja, stimmt. Das ist nicht Waschbär, das ist Planschkuh. Planschkuh ist auch ein interessanter Begriff. Okay. So, hier alles weg. Okay, Place One. Hier ist nichts mehr. Cool Glasses. Okay, Sonnenbrillen brauchen echt lange, genauso wie die Zeitschriften, bis sie weg sind. Some News. Ist unrelevant, was für welche. Sind einfach Some News. Steht bestimmt irgendwas Interessantes drin. Guckt der eigentlich immer so zu uns? Mr. Burton, Tsukiri, Naranja, Rapicolo. Oh, können wir auch alles reinstellen, sehr gut. Kunde in der Werkstatt. Okay, gehen wir eben drüber. So. Reifen, Spieglein. Okay. Ich hab's übrigens mal geschafft, so einigermaßen mit den... Hey, das ist doch der Jan! Das ist doch der Jan, der sich beworben hat. Hey, Jan, altes Haus. Ey. Mike. Hatte wahrscheinlich das Pullover von seinem Bruder an. Ey, Jan, tut mir leid, dass du ihn nicht anfangen konntest, aber ja, du, wie das halt so ist, ne? Wir hatten halt dutzende Bewerbungen vorliegen und wir mussten uns leider bei der harten Lage für einen entscheiden. Oh nein. Oh, ein Sandsturm! Sandsturm! Und Partybus! Wuhu! Da kommt die Menschenmasse wieder. Okay, ich muss sofort den Andrew zum Putzen kommen lassen.
So, Tankstelle reinigen. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist sie gleich richtig Halligalli drin. Warte, ich kann ja mal eben... Einmal kurz für die Musik. Ah? Nicht so viel gebracht, oder? Ach komm, ich helfe mal eben mit hier. Ich mache hier mal kurz den Müll leer. Huch. Oh, ist wieder durch den Boden gefallen. Boah. Oh, ich muss auch mal eben hier mitputzen gerade. Die verlassen den Laden schon, weil es zu dreckig ist gerade. So. Wow. Einfach richtig, richtig was los ist gerade. Ich mag den Lizard. Und meinst du, der ist auch Single? Ja klar, Lila. Da waren auch mehrere Lizards bei für den Fall, dass er halt, ne? Falls dir einer nicht reicht, meine ich. So, dann reparieren wir mal eben die Karre vom Jan. Ich finde das aber sehr nett von dem Jan, dass er trotz der Ablehnung der Bewerbung noch zu uns kommt, um sein Fahrzeug reparieren zu lassen. So. Okay. Der hat eine Bombe im Lager platziert. Was? Ach, der Jan meinst du? Nein, der Jan ist super. Guck mal, da ist ja dein Freund. Weil die haben immer so eine Zunge. Sieht man das gerade? Guck mal, die Zunge. Halt dich an unsere Zungen fest. Einfach diese Zunge einfach immer. Ah. Siehst du, wie der mit der Zunge wippt? Ja, Lila, ich weiß, was du meinst, ne? Ich verstehe dich schon. Gott, wie einfach gerade Halligalli ist. Ich mache die Musik mal gerade wieder ein kleines bisschen leiser. Auch wenn die jetzt nicht so extrem ist, aber ich wollte das nur exemplarisch mal für den Partybus machen. Ich finde, das macht sowieso keinen großen Unterschied. Alter, bester Freund der Frau. Ja, wenn du das sagst, Lila, dann muss es ja so sein, ne? Ich bin leider in einer Position, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, wie die Reaktion mancher Menschen ist. Oh, wir müssen mal eben hier mit unserem Rudi ran. Rudi ist nicht hier. Klar. So, wo haben wir denn Rudi? Da vorne steht Rudi. Ich war gerade nackt, deswegen hat die gehupt. Aus dem Weg! Oh, Onkel schon wieder. Kann sich mal gedulden. Weißt du, nur weil wir nicht innerhalb der ersten zwei Tage ans Telefon gehen, ist er sofort am Meckern oder sowas. So, hier. Ja, wir machen das für sie weg. So, damit sie auch freie Fahrt haben. So, auf geht's, Rudi. So. So ein Bulldozer, einfach über die Steine fahren. Nacktparty mit Lizardzunge. Ah, das magst du, Lila. Okay, gut. Arrangieren wir auf jeden Fall mal. Ja? Huch. So. Wuhu. So, dann parken wir Rudi mal eben hier wieder zwischen. So. Fest. So. Hiroki macht gut Kasse. Hiroki ist ein ganz erfahrener Mann. So, wir haben übrigens eine Eule ausgehangen, ne? Hier ist übrigens wieder Knackipo. Ich kann mich leider nicht bücken. Also ich weiß, warum sie sich jetzt anstellen. So. Die lebt noch, gell? Ja, klar lebt die noch. Was denkst du denn? Meinst du, wir nehmen eine tote Eule?
Wahrscheinlich noch ausgestopft. Kraftstoffstatus niedrig. Was? Das ist nicht gut. Beim Kraftstoff nachbestellen. Ist das immer so spät angezeigt? $2. Die sitzt da halt, weil sie unseren Laden mag. Und die streckt sich halt gerade so mit den Flügeln. Deswegen, das ist alles natürlich. So, erstmal wieder Spieglein. Ups. Unser Spiegelservice 10 Kilometer die Straße runter funktioniert nach wie vor gut. So, hier nochmal wieder ein Ölkanister. Wir müssen wirklich Öl nachbestellen. Ich glaube, ich hatte es mal erwähnt, so beiläufig. Und da hinten noch ein Reifen. So. Das ist Jesus. Die Eule ist Jesus. Okay. Ich mag deine Kreativität, Lila. Ich meine, wenn man Jesus am Kreuz sich jetzt vorstellt, dann hat das was. Aber auch wenn es etwas makaber ist, muss ich gestehen. So. Oh, da ist wieder meine Studienkollegin. Ich hatte mal eine Studienkollegin, die genau so aussah vom Gesicht her. Wir ihn gleich mal in Ruhe angucken können. Hallo? Naja, die hat nicht immer ganz so blöd geguckt, sag ich mal. Die schiebt ein bisschen, aber... So, hier jetzt. Schwupps. Aber die sah ja halt echt mega ähnlich. Sieht voll beleidigt aus. Okay. Gibt Schlimmeres. So. Nochmal bei Autoteilen, Motoröl. Hey, komm, ich warte noch. Eins haben wir ja noch. Die wieder alle warten, bis der fertig ist mit Auffüllen. So, Hiroki, willst du gleich mal Pause machen? Dann kann Mayumi mal wieder übernehmen. Muss er warten, bis er fertig ist, weil dann sagt er, nein, ich kann nicht aufhören zu arbeiten. Da ist ein Kunde, den muss ich bedienen. So. Pause, alle bezahlen. Und dann Mayumi, bediene die Kasse. So. Ja, dann unsere Waren werden immer weniger. Oh, hier ein paar Zeitungen können wir wieder nachlegen. Some News. Das sind sogar fast alle Zeitungen weg. Okay, die Brillenständer bräuchte ich vielleicht nochmal einen zweiten. In der Werkstatt. Oh, da ist die Frau. Lila, jetzt für dich. Exklusiv. Was meinst du? Hm? Ich darf auch nicht so lange hingucken, wegen anstößige Szenen, aber ich hoffe, du kommst auf deine Kosten. Okay, oh, jetzt das letzte Mal. Wir müssen auf jeden Fall nachbestellen. Das ist jetzt unsere letzte Dose. Habe ich denn so viel versprochen? So. Dann haben wir das. Kratz hier. Sie. Dann beleidigte Ex-Freundin, aber ist ja eine Dame. Wobei, könnte auch trotzdem eine beleidigte Ex-Freundin sein. Aber ich weiß nicht, ob Frauen sich untereinander das so vergelten. Deswegen bin ich Nob. Sie hat gar nicht hässliche Möppis. Also ich kann mich jetzt auch nicht beschweren. Ich
frag mich halt, ich hätte halt nur Angst an ihrer Stelle, dass da was rausfällt. Das ist ja schon offensichtlich, weil die gute Dame trägt jetzt, glaube ich, auch kein BH, wie das aussieht. So. Ja, das freut mich, dass es das ist, was du wolltest. Oh, wir müssen mal dringend wieder hier den Andrew losschicken. Sprechen. Andrew, putzen! Mach mal sauber. Ich wollte sich eigentlich Pause machen lassen. Wow, wie sie alle vom Platz stürmen gerade wieder. Rechts vor links ist da aber nicht unbedingt. Okay, nee, da ist kein Dreck im Weg. So, Kundenlang Kraftstoff. Möppis fallen nicht nach oben, solange sie sich nicht nach vorne beugt. Ist sie safe? Okay. Aber na, du bewegst dich ja schon so ein bisschen eigentlich, ne? So als Dame. So am Tag. Okay. Würde ich mal sagen. Oh, das war ein Kunde an Kraftstoff. Mal eben mit. Und dann machen wir mal die Polente hier dicht, ne? Schwupps. Ich gehe nachher dran. So, weil ich will nämlich hier in Ruhe jetzt erstmal streichen und hier ein bisschen umdekorieren. Außerdem kann ich dann mal hier vernünftig sauber machen, Ware nachbestellen und so weiter. Wenn das Silikonmöppis sind, bewegt sich da nichts. Ja, dann bewegt sich da nichts, das stimmt. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du im Prinzip auch gegenklatschen, das merkt die dann auch nicht mehr. Weil du auch kein Gefühl mehr drin hast. Was, wie lange sagst du schon, dass du dran gehst? Wo dran jetzt genau, Lila? So, möchten Sie noch betankt werden, oder? Ne, doch nicht? Okay. Hätte ich ja noch gemacht, so ist nicht. So, okay. Mayumi, you can make Pause, weil Kasse brauchst nicht mehr. Ans Telefon. Gleich. Oh. Wir können den Onkel noch ein bisschen warten lassen. Auf wo komme ich? Gehe jetzt mal dran. Ich weiß nicht, was der von uns möchte. Nicht, dass der sagte, du musst das und das einkaufen. I must admit, the progress you are making is something to admire. There's no shame in calling you more than family, a business partner. But still, you owe me some cash, don't you? Relax. Once you have the money, just call me. No rush this time. Was für ein Pisser. Am Anfang sagt er uns, nachdem er uns verdroschen hat, von wegen, komm, ich erlasse dir das Geld, war eh alles viel zu kurzfristig, die Zeit und so weiter. Und jetzt, übrigens, ne, da war noch mal was. Ich will noch mal Geld haben. Dein Onkel ist mal wieder, der Onkel ist wirklich die Mafia. Also, wenn du hast es ja am Anfang nicht gesehen, aber der ist wirklich Mafia. Der sieht auch aus wie Mafia. Mit so Anzug und so was, Sonnenbrille. So, der hat uns auch noch eine E-Mail geschrieben. Das war's. Viel Glück. Weißt? Herzlichen Glückwunsch, mein liebster Neffe. Oh Gott, wie er schon schleimt. Mit dieser Überweisung sind die Schulden getilgt. Wir sind quitt. Und wie ich sehe, hat sich deine Tankstelle in der Zeit, in der du mit die Schulden abbezahlt hast, zu deinen kleinen Juwelen in der Wüste entwickelt. Ich bin stolz auf dich, Neffe. Aber glaub nicht, dass du hier fertig bist. Du bist jetzt der Chef deines eigenen Unternehmens und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, weiterzumachen. Da draußen in der Wüste gibt es immer noch eine Menge zu tun. Halte also die Augen offen und, wer weiß, du hast gerade erst angefangen. Wer weiß, was die Zukunft bringen könnte. Wenn dieser Gedanke aufregend ist, bewundere ich deinen Enthusiasmus. Wenn er erschreckend ist, bedeutet das, dass du zu einem echten Unternehmer herangewachsen bist. Ich habe gehört, dass sich einige Leute auch für die Region interessieren. Vielleicht werden wir in naher Zukunft etwas Großes von ihnen sehen.
Als versierter Geschäftsmann würde ich sagen, dass du die Augen offen halten solltest. Hier sind ein paar Links, auf die du einen Blick werfen solltest. Natürlich, wenn du etwas Zeit findest. Dicker Onkel, okay. Vor allem, wie er jetzt einfach von den Entwicklern die Links, also Discord, Twitter-Link und so weiter postet. Ich habe gehört, dass sich einige Leute auch für die Region interessieren. Hier, werf mal einen Blick auf die Links. Wahrscheinlich auch ganz korrupte Menschen. Okay. Aber finde ich lustig. Okay. Also.